wenn er wieder zum Leben gekommen ist. Mal gucken, ob man auch wenigstens seinen Vater retten kann. Sind noch immer zwei Steine. Jetzt, wenn man noch immer zu zweit spielen könnte, kann man überleben. Das wäre jetzt eine super. Ja. Da musst du jetzt durch. Schwimmen. Kannst du jetzt nicht schwimmen? Müssen wir jetzt einen anderen Weg suchen? Nee.
musstest mit der Taste des älteren Bruders schwimmen. Oh mein Gott. Des Bruders benutzen, hingegen wo die andere Taste benutzt. So. So. Da sind vier. Okay. Ist das jetzt Jahre nachher oder? Was ist jetzt los? Es ist alles so viel heller, es ist alles so viel fröhlicher. Es kann doch nicht sein. Oh doch, das kann es nicht. Thank you.
weiß, das ist jetzt nicht so ein typisches Spiel. Es ist jetzt auch kein groß gebautes Spiel. Es ist eigentlich so ein... Es ist, glaube ich, so ein 50-Mann-Projekt oder so. Es ist nichts... Dass sie es geschafft haben, mit so einfachen Mitteln sowas Großes auf die Beine zu stellen, was so viel Spaß macht, was so tief bewegend ist, ist schon genial. Also da kann man nichts gegen sagen. Natürlich jetzt, was habe ich gebraucht? Ich stehe jetzt bei 2 Stunden und fast 40. Ich glaube, da sind 19 Euro etwas zu viel für, aber für 5, 10 Euro kann man sich das super geben. Ich müsste eigentlich mal gucken, gerade live, ob es das auch als ob es das auch als doch, da ist es. Nein. Als Android-Version gibt. Ja. Ja. Es ist schade. Denn dieses Spiel, es ist leider, soweit ich, also ich glaube, dass es darauf ausgelegt ist, das in einem durchzuspielen. Aber ich glaube, wenn dieses Spiel auf dem iPad oder irgendwie so rauskommen würde, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es auf dem iPad rausgekommen ist, ich habe jetzt nur im Android App Store geguckt. Aber wenn sowas da rauskommt, das wäre das perfekte Spiel dafür. Aber trotzdem, dass sie es geschafft haben, mit so wenig Sachen so viel hinzubekommen. Super. Einfach nur super. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4. Ach, es gab so einige Chapter. Ja. Ich würde sagen, damit war es das von Brothers Son, Tale of Two Sons. Vielen Dank, dass ihr mit mir hier zugeguckt hat, mit mir.
das Ganze verfolgt habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird das nächste Mal wieder etwas actionlastiger. Vielleicht wird es Metal Gear Rising Revenge. Oder vielleicht auch